Was soll ich denn jetzt machen? Ganzkörpertraining, Dreier-Split, Vierer-Split, Achter-Split? Oder soll ich dann doch lieber nur auf mein Gefühl hören und intuitiv trainieren? Wenn du nicht weißt, welche Trainingsplanung du verfolgen sollst, dann stelle ich dir jetzt eine Variante vor, die dich deinen sportlichen Zielen näher bringt und gleichzeitig auch gehörig Spaß macht. Bleib dran! Moin moin liebe Freunde der Bewegung und des Hittensports und willkommen zum heutigen Fragen am Freitag. Julian hat mich gefragt, wie soll ich mein Training gestalten? Was ist die beste und effektivste Methode? Punkt Nummer 1 möchte ich erstmal sagen, bevor ich zu der Variante komme, ist, du musst natürlich dein Ziel kennen. Wenn du jetzt kein Ziel hast, auf das du hinarbeiten kannst, dann ist ganz klar, dass das sich irgendwohin verläuft. Das heißt, schreib dir auf jeden Fall auf, was willst du erreichen? Was willst du zum Beispiel in diesem Jahr erreichen? Und was willst du in den nächsten 2, 3, 4 Jahren erreichen? Du musst nicht für jedes Jahr ein bestimmtes Ziel haben. Das kannst du nach dem Jahr oder am Anfang des Jahres, so wie jetzt, ist eine gute Möglichkeit, wieder neu aufschreiben. Aber was willst du langfristig erreichen? Ist dein Ziel möglichst maximaler Muskelaufbau, maximaler Kraftaufbau? Willst du einfach nur athletisch sein oder machst du das Ganze für die Gesundheit? Vielleicht fallen dir auch noch andere Gründe ein, aber setz dich erstmal hin und schreib es auf. Denn wer schreibt, der bleibt. Kommen wir zu der Variante, die ich dir heute vorstellen will. Und zwar ist das das holistische bzw. ganzheitliche Training. Was meine ich denn jetzt mit holistisch? Meine ich jetzt während des Trainings Tarotkarten legen und irgendwie die Zukunft sehen? Nein, natürlich nicht. Das hat nichts mit spirituellem Kram zu tun, sondern ganzheitliches Training beschreibt, dass du die drei Kraftarten, die du trainieren kannst, miteinander in einer Trainingseinheit verbindest. Welche Kraftarten meine ich? Kraft, Kraftausdauer und Hypertrophie. Diese drei kannst du sehr schön in dem Training miteinander kombinieren. Sicherlich gibt es noch andere Sachen wie Schnellkrafttraining, Explosivkraft, Sprungkraft etc. pp. Aber das ist jetzt erstmal, sind die grundlegenden drei Dinge, mit denen du dein Training gestalten kannst und dann natürlich auch in den anderen Kraftarten profitierst. Da geht es jetzt erstmal darum, den ganzen Körper abzudecken und nicht gezielt auf eine Sache hinzuarbeiten. Das kannst du dann nämlich noch zusätzlich machen. So, wie sieht das Ganze denn aus? Das Ganze sieht folgendermaßen aus. Du hast zuerst den Kraftteil, denn der ist natürlich am anstrengendsten und zwar im Bereich von 2 bis 5 Wiederholungen. Also nicht mehr als 5 und ja, weniger als 2. Klar kannst du immer One Rep machen, also immer eine Maximalkraftleistung hinlegen, aber das ist letztendlich sehr, sehr ermüdend und deswegen bleibst du im Bereich von 2 bis 5. Am Anfang des Trainings ist natürlich klar, du nimmst das Gewicht, dann hast du auch dementsprechend noch was im Tank, wenn du dann zu den anderen Kraftarten übergehst. Wenn du jetzt mit Kraftausdauer anfängst oder mit Hypertrophie, dann hast du in der Kraftleistung natürlich nicht mehr die volle Power. Und die willst du am Anfang haben. Das Ganze kann zum Beispiel folgendermaßen aussehen, dass du ein 5x5 Training ganz am Anfang machst. Das heißt, du machst 5 Sätze mit 5 Wiederholungen. Dementsprechend passt du das Gewicht natürlich an. Nach der Kraft folgt die Hypertrophie. Das heißt, wir nehmen uns 2 Sätze, in denen wir im Bereich von 12 bis 15 Wiederholungen arbeiten. Das ist nämlich auch eine schöne Variante, um dem Muskel einen Reiz zu geben, um zu wachsen. Nicht nur um Kraft aufzubauen, um die intermuskuläre Koordination und intramuskuläre Koordination zu schulen, sondern eben wirklich aktiv an der Verdickung der Muskulatur zu arbeiten. 2 Sätze können natürlich ein bisschen wenig sein, deswegen guck, wie viel Zeit du hast und wenn du im Bereich von 2 bis 4 Sätzen arbeitest, dann kannst du dementsprechend natürlich auch dort mehr rausholen. Aber auch da wieder der Gedanke, mehr ist nicht immer mehr, deswegen kommen wir jetzt erstmal zum Kraftausdauerteil. Kraftausdauer, das heißt im Bereich von 20 bis 25 Wiederholungen zu arbeiten, das ist schon sehr viel und ich muss sagen, ich arbeite sehr, sehr häufig mit 5er Wiederholungen oder maximal 5 Wiederholungen und 20 bis 25 Wiederholungen zum Beispiel Rudern an den Ringen zu machen, das ist schon mal eine ganz schöne Gewöhnung. Aber das ist das Schöne dabei, du kannst nämlich viele verschiedene Arten ausprobieren bzw. kombinieren und hast dementsprechend nochmal immer wieder einen anderen Reiz. Wenn du das langfristig auf dein Training überträgst, bildest du natürlich einen holistischen Ansatz ab. Du trainierst ganzheitlich und versuchst dich nicht nur in einer Sparte zu fokussieren oder in einer speziellen Richtung. Das heißt, 2 Sätze, 20 bis 25 Wiederholungen. Du merkst schon, die Satzzahl ist nicht sehr, sehr hoch. Das heißt, der Workload an sich ist nicht riesig. Das ist das Schöne daran, du kannst nämlich häufiger in der Woche trainieren, weil du nicht so ausgebrannt bist vom Training. Jetzt möchte ich den Kreis schließen und zwar
mit dem, was ich zu Anfang gesagt habe. Wenn du natürlich das Ziel hast, eine maximale Kraftleistung zu haben oder maximalen Muskelaufbau, dann wird dieses Training nichts für dich sein, weil du einfach zu viele verschiedene Bereiche angehst. Wenn du aber sagst, ich möchte eher im Bereich gesundheitlich oder im Bereich athletisch ein Allround-Paket quasi haben, dann ist das eine super Variante. Das baue ich vor allem beim Oberkörper ein, denn beim Unterkörper habe ich das Ziel, wirklich die Kraft zu steigern. Da brauche ich nicht mehr Beinumfang. Wenn ihr so ein paar Bilder und Videos mal auf Instagram seht, da ist schon ein gutes Fundament da und ich brauche nicht unbedingt mehr Muskelmasse. Weil ich da jetzt auch im Gewichtheben bin, ist es so, ja, ich will das Gewicht steigern und dementsprechend meine Kraftleistung verbessern. Deswegen kenn deine Ziele und weiß, wo du hin willst. Wie überall im Leben. Eine letzte Sache will ich noch sagen, und zwar zum Cooldown. Ich wurde jetzt auch häufiger gefragt, hey, wie sieht denn ein gutes Cooldown aus? Ja, wie mache ich das? Und da wir jetzt schon beim Ganzheitlichen sind, jetzt nochmal einen Tipp an dich. Wenn du jetzt zum Beispiel schweres Beintraining hast und viel in der horizontalen, vertikalen arbeitest, und das ist beim Oberkörpertraining ja häufig genauso, ist es einfach eine sehr, sehr gute Variante, mal andere Bewegungen zu machen. Mich auf die Beugung, ja, Flexion und Extension der Wirbelsäule fokussiere. Da kann ich dann sehr, sehr gut Animal Moves machen. Dieses Buch ist auch sehr zu empfehlen, wenn ihr euch mal ja, in Animal Moves einlesen wollt. Ansonsten habe ich hier oben ein Video, das euch so ein bisschen die Vorstellung gibt, was sind Animal Moves überhaupt und was kann man überhaupt alles mit seinem Körper machen und Tiere nachzuahmen. Animal Moves einfach, weil du mal komplett andere Bewegungen machst. Du machst nicht immer nur den hier und den hier, ja, sondern du machst auch mal den hier und sowas und ganz viel crazy Zeug. Es geht halt einfach darum, die Strukturen, die so gefestigt worden sind durch dein Training mit viel Gewicht häufig, einfach mal aufzulockern und dem Körper einen anderen Input zu geben und zu sagen, hey, du musst nicht immer wieder in diesen Ebenen anspannen und die Spannung, den Tonus der Muskulatur halten, sondern ich will mich wieder frei bewegen, ich brauche wieder den Platz. Und das ist eine schöne Variante. Das heißt, Animal Movements sehr, sehr zu empfehlen als Cooldown. Stichwort Out of Alignment. Schreib mir in die Kommentare, was für ein Training du am liebsten machst und ob du das ganzheitliche, das holistische Training mal ausprobierst. Credits da an Monique König, die ich letztens auch interviewt habe. Geht hier oben da auf den Link, um das ganze Interview zu sehen. Denn von ihr habe ich den Tipp bekommen mit dem holistischen Training und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, weil es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich mache es immer noch gerne. Auch wenn ich sagen muss, 20 bis 25 Wiederholungen sind gewöhnungsbedürftig, aber der Pump danach ist auf jeden Fall mal wert, es auszuprobieren. Und gib dem Video natürlich einen Daumen hoch, wenn du das Ganze noch nicht kanntest. Schick zum Beispiel den Link des Videos an Freunde. Kollege, du hast jetzt schon die ganze Zeit, machst du dasselbe Training. Probier doch mal das hier aus und stell ihnen das holistische Training vor. Und natürlich abonnieren nicht vergessen, findest du da unten. Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Keep moving, stay sexy, dein Leon. This is a Chucky Beat production.